Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Subnautica. Ich freue mich, das mit euch zu spielen. Ich habe es nur einmal kurz angespielt, um zu wissen, wir spielen Überleben, das heißt mit allen Risiken. Hardcore spielen wir nicht. Einmal sterben, tot. Nachdem wir mindestens einmal sterben werden, ist das nicht gut. So, Subnautica. Wir fliegen mit der Aurora. Offenbar sind wir ein Kolonist, denke ich mal. Die Aurora stürzt ab und wir werden mit einer Rettungskapsel weggeschleudert. Mehr weiß ich noch nicht. Der Ladebildschirm ist extrem lang. Das heißt, ich werde einen Teil rausschneiden vom Ladebildschirm. Ich kann auch noch nicht sagen, wie viele Folgen das werden. 2 Folgen, 3 Folgen, 10 Folgen. Ich weiß es nicht. Wir werden uns das anschauen. Schnell in Rettungskapsel. Sicherheitszündung. Ah, Gott sei Dank, wir sind sicher. Weg von der Aurora. Explosion. Oh mein Gott. Ah, wir sind sicher. Uns kann nichts geschehen. Oh nein, wir waren zu nah bei der Explosion. Oh nein. Einen dicken Kopf. Oh, schnell, warum? Öffne dich! Ja. Oh. Ah, Feuer. Okay. Feuerlöscher. Und mit der rechten Taste. Ja. Ah, Gott sei Dank. So. Hallo? Tablet. Ja. Mach schneller, ich bin in einer Notlage. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Gut. Good luck. So. Okay, das ist ein Fabrikator. Ui. Solarenergiezellen in Betrieb, das ist gut. Wir haben also Strom. Sonst würde das alles nicht reichen. Fehlgeschlagen, ausgefallen, ausgefallen, fehlgeschlagen. Oh, Auftriebskörper ist entfaltet. Okay, Medikit. Unser Sessel, beschädigter Kommunikator. Okay. Gut, wir müssen einmal... Oh. Ein fliegender Mann. Oh mein Gott. Ja, das macht keinen Ausflug mehr. Okay. Im Orbit einen Rumpfschaden erlitten. Keine menschlichen Lebenszeiten registriert. Toll. Toll. Super. Nur Wasser. Tja. Gut. Fabrikator, so, wir brauchen Geräte. Brauchen wir Geräte? Wasserdichten Behälter, Seegleiter. Wir brauchen eine Tauchflasche. Wir haben 45 Sauerstoff-Tauchflasche. Wir brauchen Titan für eine Tauchflasche. Gut, dann schauen wir mal, wo wir Titan herkriegen. 45 Sauerstoff. Oh, ein Fisch! So. Wow, das sieht super aus. So. Kann man das greifen? Ja, Schrottteil greifen. So, hier haben wir auch noch Schrottteile. Was haben wir gesagt? Titan brauchen wir. Wo gewinnen wir Titan? Gut. Kalkstein zerbrechen. Ah, da sind also Rohstoffe drin. Okay, da müssen wir auf solche Pömpel achten.
Hier auch. Oh, Sauerstoff. Sei hier. Oh, ich schaffe es. So. Da war dieser Pömpel. So, das heißt, auch immer auf den Sauerstoff zu achten. Kupfer. Sehr schön. So. Was ist mit diesen Fischen da? Hier ist ein Pömpel? Nein. Das war kein Pömpel. Da gibt's keinen Pömpel mehr. Oh, eine Höhle. Gehen wir später rein. Das mit dem Sauerstoff ist echt. Okay, können wir also nie runter tauchen. Seetang. Will ich mir gerne anschauen. Das war echt weit weg. So. Ist hier ein Pömpel? Nein, das ist keiner. So, ich gehe noch einmal. Oh, große Fische. So, was ist das hier? Das kann ich greifen. Aber es ist so schnell. Und ich bin so langsam. Ich habe einen Bumerangfisch. Das ist gut. So. Ich suche die Wände da ab nach einem weiteren Pömpel. Ein Pömpel. Ein Pömpel. Hier. Und Titan. Gut. Brauchen wir ja auch. Was ist das hier? Metallschrott. So. Ja, das ist gut. So. Wir tauchen wieder runter. Riesenfische. So, wir haben Titan. Wir haben ein wenig Kupfer schon gefunden. Was ist das? Da war doch gerade was. Was explodiert ist. Was ist das? Schwefel. Mhm. Und das? Ein Blasenfisch. Okay. Alien life forms may have unexpected applications. Überlebensstrategie. Ein Pömpel. Ja, ich gehe schon an die Oberfläche. So. Diesen Pömpel hole ich mir noch. Kupfer. Kupfer ist gut, glaube ich. Okay. Was machst du da? Hast du einen großen Pömpel da hinten hängen? Okay, aber mit denen kann ich nichts tun. Ih! Was ist das? Ah, wenn man denen zu nahe kommt, das ist Verteidigungsstrategie. Okay, wenn sich Tiere verteidigen müssen, dann muss es auch Raubfische geben. Was aber sowieso ungewöhnlich wäre, wenn es hier keine Raubfische gäbe. So, Säurepilz nehmen wir auch einen mit. Nachdem ich nicht weiß, wie groß unser Inventar ist, wie viel Platz wir haben, möchte ich nicht zu viele Sachen von allem was mitnehmen. So, hier. Das ist praktisch. Da wird immer angezeigt, wie weit das noch weg ist. Über 90 Meter. So. Haben wir hier jetzt alle Pömpeln eingesammelt. Das ist gut. Ich wollte noch so einen kleinen Minifisch, aber die sind so verdammt schnell. Minifische. So. Gut. Dann würde ich sagen, kehren wir zurück und schauen mal nach, was wir da haben alles. So, Rettungskapsel. Das müssen wir reparieren. Boah, da dampft und raucht überall. So, Fabrikator benutzen. Okay, blau unterlegt ist, was wir jetzt alles bauen können. Wir können jetzt ein Werkzeug bauen. Na, Leuchtfackel will ich keine bauen. Eine Wegwerfleuchte zur Ablenkung. Hm, Ausrüstung. Schwimmende Luftpumpe. Okay, eine Leitung. Aber wir können was essen. Nahrung, Wasser. Ah, aus dem Blasenfisch wird Wasser. Super. So, gekochte Nahrung, gekochter Bumerang. Ja, dann kochen wir den Fisch doch gleich. So, jetzt schauen wir mal, was wir da im Inventar haben. Okay, der Metallschrott belegt 4 Slots. Wir trinken das Wasser. Super. Wir essen den gekochten Bumerang. Naja, wir bräuchten mehr Bumerang. So. Gut.
Verwandlungsgarage an die Ergebnisse liefern. Ja, das haben wir gerade gesehen. Wir können es kochen. So, Datenbank. Überlebensausrüstung. Fange hier an. Das machen wir. Altera-Technologie. Überwachung, das ist gut. Baupläne, sehr gut. Eingebaute Kameramikrofon. Kurzstreckenanalyse, Inkompatibilität mit allen Altera-Komfort. Sehr gut. Signalgeber, eine Rettungskapsel. Was ist das? Ah, welche Farbe das Signal kriegt. Sehr cool. So, wir wollten, das war neu, das haben wir herausgefunden, wir können den Blasenfisch kochen oder Wasser machen und wir können den Boomerang kochen. Sehr gut, aber eigentlich wollten wir eine Tauchflasche machen. So, dazu, da können wir ja auch noch was tun. Grundmaterial, Titan gewinnen wir also aus dem Metallschrott, den wir am Boden finden. Dann werden wir dieses ganze Titanzeug einmal, Shopzeug einmal umwandeln. So, wie viel haben wir? Wir haben jetzt im Inventar ganz schön viel Titan, ein wenig Kupfer. Gut. Was können wir aus dem ganzen Titan bauen? Ich möchte gerne, wo möchte ich? Ein Scanner. Reparaturwerk, das brauchen wir. Silikongummi, okay. Leuchtfackel. Silikongummi. Wie kriegen wir Silikongummi? Silikongummi, Schlingpflanzensamenbüschel. Hm, okay. So, und hier Elektronik-Kupferdraht, weil wir Kupfer haben. Sehr, sehr praktisch. Elektronik-Kupferdraht und Titanbahn. Okay. So, was ist das hier? Frachtbehälter. Genau. Da haben wir Leuchtfackeln. Wir legen ja mal die ganzen Sachen. Vor allem mal das da. So, ja, ansonsten hätte ich gesagt, das ganze Titan, damit uns das Inventar nicht zu müllt. So, und jetzt hätte ich gesagt, war gut, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.